Und ich schneide das einfach zusammen. So. Ich schneide das einfach zusammen, ne? Was zum? Da ist noch ein toter Max-Tech-Typ drin. Komm ich denn da hin? Ich glaube, da einfach so runter zu springen war nicht so die beste Idee. Gerade eben erst kurz geschlossen. Ja. Sie war's. Sie kann nicht weit gekommen sein. Meinst du, sie hat ganz die Kontrolle verloren? Ich weiß es nicht. Folge ihr weiter. Ich versuche dich zu erreichen. Hol sie lebendig daraus. Wenn ich ihr und dir helfen soll, brauche ich sie lebend. Oh, das ist Johnny. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund zurück. Und es gefällt mir nicht, wie er mich anguckt, als gäbe es kein Zurück mehr für uns. Willst du das echt machen? Hast du noch mehr tiefsinnige Kommentare auf Lager? Musst du immer den Teufel an die Wand malen? Wie wär's mal mit, was einen nicht umbringt, härtet ab? Ich bleib bei, wer gegen Ungeheuer kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst zu einem wird. Damit meinst du jetzt mich? Ich meine Songbird, du Dummchen. Muss ich dir denn jetzt jeden Scheiß erklären? Die Kleine hat ihre Seele an Blackwall-Dämonen verkauft. Und jetzt lauert sie dir auf. Ob sie noch sie selbst ist? Wer weiß das schon? Das finden wir wohl bald raus. Oh ja. Muss ich da jetzt runterspringen? Bring hier den Schacht hinunter. Oh, zwei. Nicht ganz lustig. Dass sie da einfach, dass sie das einfach so mit hingemacht haben. Aber es passt ja auch, also stimmt ja auch. Ist ja auch Code 2. Hm, ein Militech-Logo. Irgendwas stimmt hier nicht. Such dir einen Terminal und verlink dich. Ich habe eine Vermutung, wo du bist. Wo zur Hölle sind wir, ja? Ich verlinke uns. Oh, Sinnoh-Show. Du bist in einer geheimen Militäreinrichtung aus der Zeit vor dem Data Crash. Sinnoh-Show. Die Daten werden entschlüsselt. Warte. Erinnerst du dich an diese Bree? Ihre Videoaufzeichnungen waren bestimmt von hier. Ein Geheimprojekt. Sinnoh-Show. Praktisch eine Cyberspace-Atombombe. Militechs Antwort auf Arasakas Soulkiller. Nur die nächste Stufe des Mega-Schwanz-Vergleichs von Megakonzernen. Somi hat diese Einrichtung erwähnt. Militech Netrunner sind hier ins sogenannte Deep Net eingetaucht. Ja, sie hat es im Black Sapphire angesprochen. Irgendwas von wegen Jagd auf unkontrollierte KIs, oder? Man wollte sie durch die Blackwall locken, sie einfangen und zähmen. Und Songbird? Sie rennt nicht vor uns weg, wie. Sie will einen Permalink zur Blackwall. Aber die Daten für sie. Ah, shit! Du verstehst es nicht. Immer noch nicht. Oder? Du wirst es auch nie. Nicht mich. Wie es sich anfühlt, sich selbst zu verlieren. Stück für Stück. Deshalb hast du mich verraten. Ich habe die Verbindung zu Reed verloren. Warst du das? Reed hat mir schon mal mein Leben gestohlen. Das lasse ich. Nicht wieder zu. Alles ist besser ohne ihn. Hör auf wegzulaufen. Wir wollen dir helfen.
Du vertraust Reed immer noch? Das ist bequemer, ja. Nein, ich kenne die andere Seite. Du ertränkst in den Fluten. Kreist verzweifelt nach jeder Rettungsleine. Soul, Myers, ihr Versprechen. Sie du wolltest mir auch helfen. Das ist jetzt egal. Wir wollen beide dasselbe. Einmal. Wenn uns jemand helfen kann, dann Reed. Reed lebt in seiner eigenen Welt aus allen Wahrheiten. Oh, Scheiße. Komm schon, Songbird. Songbird? Ja, mit den drei Stärke, die man braucht, das hätte wahrscheinlich auch ein Baby öffnen können. Ein Neugeborener hätte ich die auch aufgekriegt. Warum nehme ich da eigentlich was mit? Ich werde den Spielstand eh nicht. Ich werde den Spielstand eher eh lassen. Ich glaube, ich muss da lang, oder? Terminal. Ins Sperrgebiet. Sie hat uns komplett abgeschnitten. Sie oder irgendwas, was sie hier aufgeweckt hat. Und wir dringen fröhlich immer tiefer und tiefer ins Herz der Dunkelheit vor. Ja klar, warum nicht? Sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Ja, wir finden Songbird und retten sie. Wir müssen Somi erwischen, bevor die Blackwall sie hat. Sie retten. Wie nobel von dir. Sofern die Blackwall sie nicht schon auseinandergenommen hat, dann tappen wir nämlich direkt in eine Falle. Sich mit dem Relic, aber sie ist nicht allein, glaube ich. Ist es die Blackwall? Johnny? Johnny? Die Übertragung ist verständlich. Die richtige Musik lautet Sinn. Kein Reed. Würden hier Geister hantieren, die ihre Spuren hinterlassen haben. Ja, mit Johnny, es wurde einfach. Was zum. Scheiße, was war das? Absolute Kontrolle! Dämonen. Die wollen dich haben. Ja. Ah, da drüben ist eine Tür. Dann. Unschuldige sind gestorben. Myers, passt auf!
nicht abgemacht. Songbird? Nennen wir es eine historische Notwendigkeit. Deinem Plan fehlte der Mut. Meiner war effektiv. Du hast mich benutzt. Krieg dich wieder ein. Was zum... Wir beide wissen ganz genau, dass du in die Ecke getrieben wurdest. Und bis ich bekomme, was ich will, bleibst du da auch. Bring mir die Daten vom Cynosure Mainframe. Dann und nur... Lässt du mich gehen? Songbird, alles okay? Diese Vision... Was zum Teufel war das? Ich meine, was? Vision. Unsere Verbindung. Fragmente meiner Erinnerungen. Witzig. Die eine Person, die ich vertraute. Die mich verriet. Es war ein ganzer Jahr zurück. Da war gerade mein einziger Zeuge. Ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, dass hier ausgegangen wird, dass Vi eigentlich eine Frau ist. Weil auf dem Cover wird ja auch Vi als Frau abgebildet. Das Songbird. Wir laufen mal. Ja. Oh. Roll in die Tür ran. Alpha und Bravo. Oder was Alpha und Sierra? Bin ich denn gerade? Serverraum. Da kann ich die Sperre aufheben. Da komme ich nicht durch. Ich komme ja nirgendwo hier durch. Hier in den Serverraum. Du wirst doch nicht erkannt. Dann schmeiß ich dich halt aus den Systemen. Sperrprotokoll ist aktiv. Remote-Kontrolle über Datenterminals Alpha und Bravo. Tja. Einfach der Skill. Sperrprotokoll für Wartungsgänge abgebrochen. Das hier ist das Ende. Ah.
Songbird. Was war das denn? Vitek ist gut gegen physischen Schaden geschützt. Gewalt bringt da nichts. Es muss eine andere Lösung geben. Vielleicht da unten. Ja, wir kriechen jetzt einfach da unten rein. Nein, Sombert. Ich bring das zu Ende. Plack! Sie sollte... Ich hoffe... Ich... Jetzt... Ist es... Zu spät. Fuck. Ist das eine Chimera? Was genau ist das? Das jetzt in einem Horrorspiel oder was? Bis du aufwachst, hast du alles hinter dir. Mir ist schwindelig. Ich glaube, ich habe Angst. Was, wenn ich nicht besser werde? Die Narkose beginnt zu wirken. Alles gut, Zoe. Entspann dich und mach die Augen zu. Siehst du das, Doc? So schön. Jetzt zähle von 10 runter für mich. 10, 9. Patientin ist sediert. Fangen wir an. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe, ne? Das geht nicht. Terminal ist im Arsch. Kann man aber reparieren. Muss nur den Strom umleiten. Für einmal reicht's vielleicht. Oh. Oh well. Was ist der letzte Checkpoint? War ja natürlich klar, dass der hässliche Roboter wiederkommt, ne? Wo war jetzt das Gate? Hier. Oh, Scheiße. Ich bin verrückt, verdammt.
wusstest du, oder? Unglaublich, was die vor dem Crash schon gebaut haben. Fortgeschrittene Sensoren, wärmebeständige Panzerungen, Hydraulik. Aber unter Kontrolle der Black Wall. Berberus, Wartungseinheit. Was man genannt, ne? Das war für die Spiel. Erinnert mich irgendwie an diese komischen Roboter, die hier bei uns aufgebaut werden. Ja, vielleicht der ein oder andere weiß, kennt es vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt, aber da gibt es irgend so eine Firma, die baut auch solche komischen Roboter. Ah, da ist eine Leiter. Oh, die Location hat sich geändert. Solche Level mag ich nicht. Da habe ich mich lieber durch den Spaceport gekämpft als unter Kontrolle der Black Wall. Nicht hier berührt gegen irgendeinen komischen Roboter zu kämpfen. Oder eigentlich von einem Roboter wegzurennen. Kann ich irgendwie Sackgasse? Habe ich irgendwas, was leuchtet? Oder so? Wie immer zuverlässig. Feindlicher Bereich, finde ich gut. Ach, fuck. Du bist tot. 4:06 Uhr, okay. Wollte ja eigentlich schon lange ins Bett gehen. Muss wieder um 8 Uhr irgendwann aufstehen. Aber unter Kontrolle der Black Wall. Ach, come on. Ich
Ist hier wieder so ein Part, da kann ich da nicht speichern, oder? Doch. Speichere so Step für Step. Lauf! Ja, jetzt ist Speichern nicht möglich. Dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. So wahr mir Gott helfe. Oh, so wahr mir Gott helfe. Und jetzt? Lerne. Mach dich nützlich. Reed wird dir helfen. Und egal, was du brauchst, du bekommst es. Willkommen in der FIA. Hier, ich bin noch am Leben, trotz deiner Bemühungen. Überrascht. Ach, das ist ein Terminal. Um Kerne runterfahren, wird verarbeitet. Durch. Hilfsspeicherzentren gelöscht. Achtung, stark erhöhtes Risiko neuraler Schäden bei der Verbindung zum Cyberspace. Da komme ich nicht mehr durch, oder? Na, vielleicht, wenn ich alles, wenn alles zu ist. Irgendwo vom Projekt bin ich schon auf, ja. Damn! Ein Eid? Ein Ausweis? Eine Münze? Was hast du mir da nur eingebrockt? Nichts, was du bereuen wirst. Außerdem werde ich immer an deiner Seite sein. Versprochen. Zwei Fragen. Leg los. Bereust du es? Ich meine, manchmal? Einmal. Ist lange her. Dann habe ich beschlossen, es nie wieder zu bereuen. Aha. Zweite Frage. Je ein Versprechen gebrochen? Einmal. Ist lange her. Seitdem nie wieder. Wird auch nicht mehr vorkommen. Vorsicht. Ich verlasse mich drauf.
Kann ich nicht speichern? Kann speichern, okay. Ich mache jetzt einfach einen Break, weil ich glaube, das geht noch ein bisschen länger. Und dann teile ich das einfach in zwei Folgen. Ne? Ich glaube, das passt dann besser.